Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was verbinde ich eigentlich mit Ostern, diesem großen Fest der Christenheit, habe ich mich gefragt bei meiner Vorbereitung für diese Predigt. Welche Erinnerungen werden in mir wach? Was klingt nach von Osterfesten, die ich erlebt habe? Und so habe ich mich für einen Moment hingesetzt und habe versucht, mich zu erinnern, Ostererinnerungen wachzurufen. Und als erstes kam mir da in den Sinn, aus meinen Kindertagen, das Ostereiersuchen. Wir haben wunderbar gewohnt. Hinter unserem Grundstück begann der Wald. Und so ging mein Vater mal los, die Ostereier verstecken, irgendwo im Wald, nicht weit weg vom Haus. Und ich hatte immer das Gefühl, dass er Angst hatte, dass wir zu spät kommen, dass andere, die dann schon gefunden haben, die auch einen Waldspaziergang machen. Und so haben wir uns immer sehr beeilt, da hinzukommen. Und haben dann Ostereier gesucht. Es hat überhaupt nichts mit der Kirche zu tun. Und ich hatte das schon mal erwähnt am Karfreitag auch, meine Familie war nicht kirchlich. Und so kam der kirchliche Teil von Ostern, wenn ich das so nennen darf, der kam später dazu. Die Begegnung mit der Kirche hat dann für mich eine ganz neue Tür geöffnet und hat mir geholfen zu verstehen, was ist das eigentlich Ostern? Denn vorher hatte ich keine Ahnung, was eigentlich Ostern ist. Das war eben Ostereiersuchen und nicht mehr. Und da tat sich plötzlich durch die Botschaft der Kirche eine ganz andere Dimension auf. Und dann haben sich auch die Erinnerungen verformt. Es wurde dann mehr zu dem Ostereiersuchen, diesen auch schönen Erinnerungen, kam dann das Knacken des Osterfeuers. Können Sie sich erinnern aus dem alten Land, Osterfeuer? Ich weiß nicht, ob man das in Kanada auch macht. Ich glaube nicht, ist wahrscheinlich verboten. Bitte? Braucht man ein Permit? Braucht man ein Permit? Danke, also pass auf, bleib bei Bescheid, solltest du mal eins kriegen, ein Permit für uns, eins besorgen. Okay, Osterfeuer, eine wunderbare Erinnerung. Und dann die Lieder am Ostermorgen, die Glocken, die das Fest einläuten. Und wissen Sie was, Glockengeläut ist wunderschön. Wer stellt sich ja nicht vor ein schönes Tal, vielleicht in Bayern oder in Thüringen. Und dann läuten die Glocken am Ostermorgen, wunderschön. Die Orgel in der Kirche, dann der Ostergruß, er ist wahrhaftig auch verstanden. Ich erinnere mich auch, wenn ich von Ostern spreche oder über Ostern nachdenke, erinnere ich mich auch an meine Frau. Weil meine Frau mir vor vielen Jahren einmal, da waren wir noch sehr viel jünger, da hat sie mal zu mir gesagt, eigentlich bin ich ein Ostermensch und kein Weihnachtsmensch. Und hat mir, dann habe ich natürlich gefragt, wie kommt das denn? Die meisten Menschen feiern ja Weihnachten so gerne. Das ist richtig was zum Anfassen, zu sehen, das Kind in der Krippe. Und Ostern ist beinahe ein bisschen abstrakt. Ne? Aber Friederike hat mir erklärt, sie ist ein Ostermensch, weil das Osterfest so licht ist, so fröhlich und natürlich auch, weil es irgendwo auch die Kirche begründet hat. Aber das ist das, was Friederike an diesem Fest bewegt hat und weshalb sie schon als Kind, wie sie mir gesagt hat, Ostern immer lieber gehabt hat als Weihnachten. Und natürlich, das Schöne ist mit Ostern, und heute haben wir ein Paradebeispiel dafür, es verbindet sich auch mit dem Frühling. Wir haben einen schönen, sonnigen Ostersonntag heute, das Leben bricht auf, alles ist mit Leben gefüllt. Und in der Tiefe des Herzens haben wir hoffentlich auch das Vertrauen, dass Gott zu Ostern uns daran erinnert, dass Leben in dieser Welt ist und dass alles Erstarrte zu neuem Leben erweckt werden kann. Das ist Ostern, dass Erstarrtes zu neuem Leben erweckt werden kann. In einem zweiten Gedankengang habe ich mich gefragt dann, ja, wie könnte denn das gewesen sein am ersten Ostermorgen, damals vor 2000 Jahren, wie könnte das abgelaufen sein? Welche Geräusche wird man da gehört haben? Osterfeuer gab es nicht, Glocken gab es nicht, die Orgel war auch noch nicht da. Und so lasse ich mich in meinen Vorstellungen leiten von der Bibel, was die Bibel davon erzählt, von dem ersten Ostermorgen. Und vor meinen inneren Augen sehe ich dann
Jerusalem, eine große Stadt in der alten Welt. Sie erwacht. Vogelgeschrei, Wagen, die über das Pflaster rattern, und ich höre Schritte von Frauen im morgenkühlen Sand. Ich höre ihre Stimmen. Die Frauen reden miteinander. Es klingt müde und traurig, was sie da sagen. Dann bleiben sie stehen, schwer vor Schreck. Jemand spricht mit ihnen, eine Stimme wie von weit her. Und dann höre ich sie rennen, zittern und entsetzen war sie angekommen, wie wir eben von Markus gehört haben, vom Evangelisten. Matthäus höre ich sagen, und sie gingen eilend vom Grabe mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten. Der erste Ostermorgen, zwischen Furcht und großer Freude, schön und geheimnisvoll, da ist noch viel zu begreifen. Alles ist so unfassbar. Und nun hören wir eine ganz andere Stimme. Eine Stimme aus einer Zeit, die noch viel älter ist als der erste Ostermorgen. Sie auch gehört zu einer Frau, die mit raschen Schritten unterwegs ist. Aber anders als die Frauen am Jerusalemer Ostermorgen singt diese Frau. Sie fürchtet sich nicht, sie singt. Es ist Hanna. Hanna aus dem Gebirge Ephraim. Hanna die Kinderlose, so nannte man sie früher. Hanna die Unfruchtbare. Aber das ist vorbei. Das war, bevor sie einen Pakt mit Gott geschlossen hatte im Heiligtum von Silo. Jetzt hat Hanna ein Kind. Es heißt Samuel. Noch ist er ein kleiner Junge, der sich mit Neugierde die Welt betrachtet, so wie das kleine Jungen, kleine Kinder eben tun. Die gucken neugierig in die Welt. Aber er wird einmal ein großer in Israel sein. Einer, mit dem Gott redet. Einer, der Gottes Wort weitergibt und unbeirrbar und unbestechlich ist dabei. Ein Königsmacher wird er sein. Ein Königsrichter. Ein großer Prophet. All das weiß Hanna noch nicht. Sie weiß nur, Gott hat ihr ein Kind geschenkt. Eine Frau ohne Kind ist damals, Sie wissen das, kaum etwas wert. Eigentlich ein Nichts. Aber Gott hat Hannas Not gesehen und ihr Gebet gehört. Er hat ihr einen Sohn gegeben. Und nun bringt sie ihren Sohn zu Gott zurück. Sie vertraut ihm den Priester an in Silo. So hat sie es Gott versprochen. Wie die Geschichte weitergeht, wir wissen es nicht. Ob sie ihren kleinen Sohn in Silo dann weiter versorgt, als er heranwuchs, oder ob das die Priester getan haben, die Bibel erzählt uns nichts davon. Aber eigentlich kann man sich das gut vorstellen, dass die Mutter auch dort geblieben ist und hat sich um ihren kleinen Samuel da gekümmert. Hanna die Gesegnete, so nennt man sie jetzt. Hanna, deren Leid Gott gewendet hat. Und dies ist jetzt ihr Lied, unser Predigtext für heute. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott es ist. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Er hebt auf die Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Soweit das Lied der Hanna. Die Frage ist das ein Osterlied? Es ist uns ja als Predigtext aufgegeben zu Ostern. Ist es ein Osterlied oder nicht? Ist das vielleicht sogar das Osterlied, das wir von den Frauen erwartet hätten in der Geschichte am allerersten Ostermorgen? Das Lied, das ihnen nicht über die Lippen gekommen ist. Es ist ja ein merkwürdiges Zusammentreffen in diesem Gottesdienst heute. Die Frauen, die stumm
vom Grab fortrennen, einerseits. Und dann haben wir eine andere Frau, Hanna, mit diesem wunderschönen Lied, von dem ich einen Teil gelesen habe. Es liegt auf der Hand, warum Hannas Psalm heute erklingt in dieser Kirche. Warum uns das von der Perikopenkommission als Predigtext aufgegeben wurde. Es gibt in diesem Psalm Osterzeilen, so möchte ich sagen. Ich meine jene Zeilen, die Gott als den Herrn über Tod und Leben preisen. Diese Zeile, der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Das ist Ostern. In einer anderen, alten, uns vielleicht etwas fremden Sprache. Und so singt es Hanna heraus voller Freude und greift damit weit über ihre eigene Lebensgeschichte hinaus. Ihre Geschichte, ein eigenes Kind, das Ende der Häme, die glücklichen Blicke ihres Mannes. Jetzt begreifen wir, was sie meint. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Sie ist lebendig geworden, zu neuem Leben gelangt, weil der Herr ihr Gebet erhört hat und sie mit einem Kind gesegnet hat. Und so singt es Hanna und macht damit das, was sie erlebt hat, zu einer Ostergeschichte. Es gibt viele solche Erlebnisse, die man als Ostergeschichten deuten kann, auch unter uns. Wir dürfen Ostern durchaus praktisch verstehen als ein Fest des Lebens. Ich will eine Ostergeschichte Ihnen erzählen, wie sie sich ereignet haben könnte. Ich habe die konstruiert, aber ich hoffe, dass Sie sich da leicht anranken können. Ich stelle mir zum Beispiel einen Vater vor, der seinen Sohn mit kalter Hand erzogen hat. Liebevolle Worte gab es selten, Umarmung so gut wie nie. Einfach beim Frühstück auf den Schoß des Vaters zu klettern, das hat nie stattgefunden. Unvorstellbar wäre das gewesen. Aber dann geschieht etwas mit dem Mann, eine Wandlung. Sein Sohn kann es kaum glauben, was er da erlebt. Schon bald nach der Geburt des ersten Enkelkindes passiert diese Wandlung. Kennen Sie solche Geschichten? Väter, Eltern, die sich mit einmal wandeln, wenn das erste Enkelkind da am Tisch sitzt oder im Wagen liegt oder im Bettchen. Er ist gewandelt, dieser Vater. Er kommt oft zu Besuch, fragt, wie es dem Kind geht, später spielt mit ihm und leidet immer selber mit, wenn sich der Enkelsohn oder die Enkeltochter, egal wie, das Knie aufgeschlagen hat. Und eines Abends schaffte er es sogar, sich bei seinem Sohn zu entschuldigen für das, was er falsch gemacht hat. Und so kann ich mir gut vorstellen, wie Vater und Sohn beieinander sitzen. Der Sohn nimmt vielleicht die Hand des Vaters. Und lange sitzen sie beieinander, staunend und verwandelt. Gewendetes Leid, Verwandlung, Heilung, Vergebung. Liebe Gemeinde, das alles gehört zu Ostern. Eine Ostergeschichte, wie sie sich ereignen kann, wahrscheinlich auch ereignet hat. Ich kenne solche Geschichten. Und da haben es mir nicht schwer gefallen, mir diese Geschichte auszudenken. Und weil Hannas Lied genau davon erzählt, passt es gut zum Osterfest. Nicht zu vergessen, die starken Bilder, mit denen dieses Lied sich ausdrückt. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wieder meine Feinde. Hanna singt ein lautes Lied. Und es ist gut, dass es heute erklingt, denn das Singen gehört zum Osterfest. Pastorin Breit hat darauf Bezug genommen, in ihrer Kindergeschichte. Die Musik ist ein wichtiger Teil des Osterfestes, das Singen. Und so haben wir auch voller Dankbarkeit eure Musik gehört. Vielen Dank für alles. Doch was ist nun mit den Frauen in der Geschichte vom ersten, allerersten Ostermorgen? Warum sind sie stumm davongerannt? Warum haben sie nicht gesungen, so wie Hanna
und gejubelt vor Glück, nachdem der Engel mit ihnen geredet hatte. Im Markus-Evangelium heißt es, dass sie sich gefürchtet haben. Wovor hatten sie Angst? Das wird nicht gesagt. Vielleicht hatten sie Angst, dass ihnen niemand glaubt, was sie erlebt hatten. Vielleicht hatten sie Angst, dass es gar nicht wahr ist, was der Engel ihnen verkündigt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Gottesschrecken war, auch so etwas gibt es. Für uns, die wir schon viele Osterfeste gefeiert haben, ist das schwer nachzuvollziehen, denn wir kennen die ganze Geschichte. Aber für die engsten Vertrauten Jesu müssen diese Ostererscheinungen wirklich ein Schock gewesen sein. Man muss sich das mal vorstellen, die ganze Vorgeschichte, Karfreitag, Kreuzigung. Wir können uns, denke ich, gar nicht mehr vorstellen, wie die das erschreckt haben könnte. Ein Schock muss es gewesen sein. Elend und gottverlassen war Jesus am Kreuz gestorben. Und nun dies, Gott hat Jesus auferweckt, heißt es. Und dann könnte man auch fragen, ja, warum hat er ihn denn erst sterben lassen? Vielleicht haben die auch so gedacht, die Frauen. Sie hören das, er ist auferweckt, er ist auferstanden. Dann haben die sich vielleicht auch gefragt, ja, warum lässt Gott ihn denn erst sterben, wenn er ihn dann wieder auferweckt? Was ist das für ein Gott, der Jesus erst preisgibt und dann auferweckt? Alles beginnt zu wanken. Alles ist anders als gedacht. Auch Gott ist anders als gedacht. Kein Wunder, dass sie erschüttert sind. Kein Wunder, dass sie Angst haben. Kein Wunder, dass sie stumm davonrennen. Ostern, liebe Gemeinde, ist ein geheimnisvolles Fest. Ostern ist ein vielstimmiges Fest. Jubelgeschrei gehört genauso dazu wie zarte Töne. Die weithallenden Glocken gehören genauso dazu wie das staunende Schweigen. Und dann sind da die bekannten Worte Jesu, die auch zur Ostergeschichte gehören. Fürchtet euch nicht. In diesem Satz konzentriert sich für mich die österliche Botschaft. Dieser Satz ist mir wichtig. Fürchtet euch nicht. Hier spricht mich der Auferstandene ganz persönlich an. Und darum geht es zu Ostern. Der Herr lebt und spricht zu uns, ganz persönlich. Ostern ist ein persönliches Fest. Ganz persönlich spricht Gott zu uns, so wie Gott zu Hannah gesprochen hat, so wie Jesus zu den Frauen gesprochen hat. Und wo wir auf diese Stimme hören, wird sich das Geheimnis von Ostern für uns öffnen. Der Herr ist auferstanden. Er lebt. Er ist mit uns. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Darum, frohe Ostern. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist in aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.